ich bin Clara Jimmy-Kang und es war heute das erste Mal, dass ich hier gespielt habe. Und es hat mich auch sehr gefreut, hier mit neuer Musik kommen zu können und auch einen Komponist spielen zu können, der von meiner anderen Heimat Südkorea ist. Ich habe heute Violinkonzert Nummer 3 von Lee Sang-yoon hier in der Elbphilharmonie gespielt. Meine Verbindung zu Lee Sang-yoon ist ein bisschen besonders, weil er einfach einer der Avantgarde-Musikkomponist ist, der wirklich Westliches nach Korea gebracht hat und Koreanisches nach Westen gebracht hat. Und in einer Zeit, die einfach sehr, sehr schlimm für uns war und auch hier in Deutschland war. Und das war so seine Verbindung. Und er hat das in seiner Musik auch sehr gut rausgebracht und hat auch sehr viele koreanische traditionelle Musik hineingebracht. Ich bin hier geboren, aufgewachsen, aber fühle mich hundertprozentig südkoreanisch. Und deswegen kann ich das, glaube ich, auch verstehen. Ich habe es gemerkt, dass heute im Publikum auch sehr, sehr viele Zuschauer da waren, die nicht so oft zu klassischer Musik gehen. Und sie waren auch sehr aufmerksam mit neuer Musik, was ja auch Zukunft ist. Und deswegen bedeutet mir das sehr viel, dass man wirklich überall Zuschauer hat. Nicht nur vorne, hinten und an der Seite, sondern auch oben. Also überall, ja. Ich hoffe, dass ich wieder bald hierher kommen kann, vielleicht mal auch mit was anderes als neue Musik oder auch mit neuer Musik. Ich hoffe.